Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euch eine QFH-Antenne bauen könnt, die optimal dazu ist, Satelliten zu empfangen. Optimiert ist meine für 137 MHz, aber man kann sie auch für jede andere beliebige Frequenz bauen. In meinem Fall werde ich damit Wettersatelliten empfangen, wie zum Beispiel die NOAA aus den USA oder auch Amateurfunksatelliten wie den Fox 1A. Bevor ich auf die Idee gekommen bin, mir eine Antenne selber zu bauen, habe ich natürlich im Internet gesucht, ob man nicht irgendwo eine kaufen kann. Leider bin ich weder bei Google noch bei eBay richtig fündig geworden. Bei eBay gab es zwar eine für 55 Euro zu kaufen, aber die war auch selber gebaut und das kann ich auch. Also habe ich im Internet nach Anleitungen gesucht und habe auch einige auf Englisch gefunden. Wie ihr hier seht, habe ich eine rausgenommen, die ich sehr, sehr gut fand und wo ich mich größtenteils dran gehalten habe, bis auf ein paar kleine Abwandlungen, die meistens darauf zurückzuführen waren, dass ich halt einfach das Material nicht so hatte wie in der Anleitung. Ich bin halt einfach zum Baumarkt gegangen, habe da mal geguckt, wollte mir jetzt nicht groß was bestellen irgendwo. Es ging auch so, so wichtig sind die Materialien dann doch nicht. Die ist auf Englisch, ist aber eigentlich gut verständlich, sind auch ein paar Maße drin, auch ein paar Diagramme, zum Beispiel für die Verkabelung, später für die Loops, für die beiden. Und da ist auch ein Link zu einem Rechner bei, der ich ausrechnen kann, wie lang die Rohre sein müssen. Das Ganze ist nämlich dann aus PVC gemacht. Das berechnet euch quasi, wie hoch die Antenne wird, wie breit sie wird und so weiter. Der ist sehr, sehr hilfreich und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu nutzen, weil sonst vermisst ihr euch teilweise, verrechnet euch. Und dieser kleine Skript, ich glaube, das ist Java, macht das mit einem Knopfdruck und fertig. Nun kommen wir mal zu den Materialien, die ihr braucht, wenn ihr euch eine solche Antenne bauen wollt. Das Ganze ist jetzt hier für 137 MHz berechnet durch diesen Rechner. Also müsst ihr schauen, wie viel Material ihr braucht. Ich habe in meinem Fall 16 mm PVC-Rohr genommen, das gab es wie gesagt bei mir im Baumarkt direkt um die Ecke. Davon habe ich 2 Meter mir geholt, die brauchte ich auch bis auf ein kleines Stück komplett. Das hat aber der Rechner schon ausgerechnet gehabt, dass ich so viel ungefähr brauche. Dann habe ich noch PVC-Rohr mit 40 mm, das ist dann für die Hauptstange, was also quasi das Frame ist, wie ihr hier seht, was anderes für die Elemente. Dann habe ich noch 2,5 mm Kupferlitze mir geholt. Das ist das, was im normalen Stromkabel drin ist. Also Starkstromkabel. Ich meine, die Dicke müsste bei Starkstromkabeln sein. Davon brauchte ich etwa 5 Meter. Ich habe das mal nur als 10 Meter Kabel bekommen. Also habe ich jetzt noch quasi für eine Antenne den Rest hier rumliegen. Das Antennenkabel hatte ich auch hier noch rumliegen von der anderen Antenne, wo ich das Kabel verkürzt habe. Das sollte 50 Ohm sein in meinem Fall, weil es ans SDR kommt. Dann habe ich, davon habe ich 1,5 Meter etwa, mit einem Stecker dran, bei mir ist es dann BNC. Da müsst ihr aber schauen, ob ihr es an SDR-Stick machen wollt, dann sind 50 Ohm ganz gut. Und auch von der Steckverbindung, was ihr halt so habt. In meinem Fall habe ich jetzt einen Adapter auf BNC genommen für meine letzte Antenne, die ich mir gekauft hatte. Also habe ich den weiterverwendet, nur beim neuen Stecker für die Antenne. Als Hilfsmittel würde ich auf jeden Fall einen Akkubohrer empfehlen, weil der einfach handlicher ist als eine normale Bohrmaschine und so viel Leistung braucht ihr für das bisschen Plastik nicht. Dann ein 16 mm Holzbohrer. Der ist dafür, dass ihr in das Frame die Löcher reinbekommt, wo dann später die Elemente reingesteckt werden. Dann habt ihr noch einen 4 mm Holzbohrer oder ähnliches. Da kommt dann, damit macht ihr dann die Löcher an den Rändern, wo die quasi dann die Loops unterstützen. Da muss halt dann euer Kupferkabel oder was auch immer ihr nimmt dafür, euer Kabel muss da halt durchpassen, damit das halt funktioniert. Und dann braucht ihr noch zum Beispiel eine Heißklebepistole, natürlich inklusive Kleber, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Damit habe ich dann meine Elemente in dem Frame quasi verklebt, damit sich da auch nichts mehr bewegt. Noch ein Lötkolben, ein bisschen Lötzinn, um später das Antennenkabel an die Loops dran zu löten, damit es auch nicht abgeht. Ihr könnt auch eine Lüsterklemme oder sowas verwenden. Ich habe das einfach angelötet, weil es besser hält. Jetzt, wo wir alle unsere Materialien haben, können wir beginnen, die Antenne zu bauen. Dafür solltet ihr euch zuerst die ganzen Maße aus dem Rechner übertragen auf das Material, also auf das PVC-Rohr und so weiter, wo ihr bohren müsst und wie lang welches Element sein muss. Am besten auch beschriften, was welches Element ist und in welches Loch welches Element rein muss. Am besten mit irgendwelchen kleinen Abkürzungen. Dann könnt ihr die Elemente zurechtsägen, dann in die mittleren, deswegen auch beschriften, in die mittleren Elemente müsst ihr an den Seiten 4 mm Löcher rein oder eben so dick, dass euer Kabel, also euer Kupfer da später durchkommt oder was auch immer ihr genutzt habt dafür.
Dann solltet ihr die 16 mm Löcher in das Frame machen, also in den Mast in der Mitte. Da solltet ihr sehr, sehr, sehr genau sein. Das ist bei mir nämlich ziemlich schief gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, die waren später nicht im rechten Winkel. Dadurch waren die Elemente später sehr, sehr schief. Ich musste das dann nacharbeiten, damit das dann gerade wird. Das war ziemlich nervig. Also da wirklich sehr genau arbeiten. Am besten das Rohr irgendwie einklemmen. Damit dann könnt ihr die Elemente durch die Löcher stecken. Dann seht ihr auch meistens, ob es gerade ist oder nicht. Wenn das gerade ist, das Ganze, oder wenn das so nacharbeitet habt, dass es dann okay ist, dann könnt ihr das Ganze verkleben, in meinem Fall mit Heißkleber. Ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut, weil ja beides Plastik ist. Dann könnt ihr den Kupferdraht nehmen. Der kommt meistens ja auf Rollen, in meinem Fall 10 Meter. Davon brauche ich eigentlich nur 5 und der Rechner sagt, dass die Loops verschiedene Größen haben. Ich glaube 2,40 Meter und 2,50 Meter in der Art. Ich würde den Draht nicht zurechtschneiden. Wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr 2 Loops haben, die dann zusammengefügt werden oben. Das heißt, da müsst ihr dann das Antennenkabel nehmen und wie auf dem Diagramm, was auf der Anleitungsseite steht, die auch verlinkt ist, unten in der Videobeschreibung, so solltet ihr das dann verkabeln. Und in meinem Fall habe ich es dann gelötet, weil es sehr stabil dann ist. Jetzt, wo ihr die Antenne fertig habt, könnt ihr diese natürlich direkt testen. Das habe ich natürlich auch gemacht und habe ein paar Satelliten versucht zu empfangen und habe zuerst bemerkt, dass es richtig angenehm ist, dass man die nicht mehr ausrichten muss, weil so eine QFH-Antenne horizontal und auch vertikal ganz gut abstrahlt. Bedeutet, ihr müsst nicht mehr irgendwie versuchen, mit einem Stativ, so wie ich es gemacht habe, den Satelliten irgendwie zu verfolgen quasi. Da sich ja bewegt, das ist ziemlich nervig. Sondern ihr könnt einfach die hinstellen, es funktioniert. Das war schon mal sehr, sehr gut. Und auch der Empfang, also die Empfangsstärke war deutlich, deutlich besser, weil die Antenne halt wirklich für 137 MHz gemacht ist und nicht für, keine Ahnung, 1 GHz, wie zum Beispiel die DVB-T-Antennen. Als Fazit würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein sehr hoher Aufwand, dass ich war da mehrere Stunden mit beschäftigt. Lag auch daran, dass ich vielleicht nicht die optimalen Werkzeuge dafür hatte, zum Beispiel für die 16 mm Löcher. Hatte ich jetzt keinen perfekten Bohrer, da habe ich mich so ein bisschen abgemurkst mit. Dadurch wurden die dann auch schief und dann muss man sie wieder korrigieren. Aber ich würde sagen, dass wenn man genau ist, das Ganze auch schneller geht und auch noch besser funktioniert wahrscheinlich. Und der Materialpreis von etwa unter 10 Euro, ich glaube es waren 9,50 Euro oder so bei mir, ist halt einfach phänomenal, wenn man guckt, dass sie bei eBay auch selbst gebaut 50, 60 oder auch mehr Euro kosten. Und so hat man sich schnell eine selber gebaut. Man kann diese natürlich auch vielleicht nochmal reproduzieren, nochmal ein bisschen besser bauen, ein bisschen genauer bauen oder für eine andere Frequenz. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.